Genau. Scheiße. Kommt, die anderen, alle Cops sind gleich. Alles Arschlöcher. Oh, bitte was? Ich wusste es. Officer Gage. Der hat. Sie haben das gerade gehört. Ich hab das gehört. Ich hab noch keine Taser-Übungen. Was? Nein, das tut weh. Hören Sie auf. Ruhe. Dürfte ich gleich einmal meinen Taser testen, Herr Gage? Nein, auf. Glauben Sie, kein Zwangerspraktikant. Glaub ich mal austesten. Ja, Moment. Hier Abzug. So. So. Oh. Das klang anders wie ein Taser. Das klang ganz knapp an meinem Kopf vorbei. War das gewollt? Wow! Hören Sie auf! Sie machen mir Angst. Wie heißen Ihre Komplizen? Ich habe keine Komplizen. Ich bin allein unterwegs. Erzählen Sie mir jetzt nicht, Sie sind auch im Auftrag des Herrn unterwegs. Also ich bin wirklich allein unterwegs. Ich habe nur diese eine Tankstelle gemacht. Als kleiner Tipp. Ja. Sie sollten so langsam mal anfangen, sich zu entschuldigen. Könnten Sie vielleicht ein Stückchen weggehen? Danke. Wer ist denn der Herr Gage von den beiden? Das ist der Rang, der nimmer lacht. Könnten Sie vielleicht nicht an meiner Nase vorbeischießen? Also, okay. Vielleicht habe ich das mit Ihrer Mutter nicht so gemeint. Ah, oh, das piept in den Ohren. Ah, ich höre nichts mehr. Ah. Hört das auch nochmal auf? Vielleicht habe ich das mit Ihrer Mutter gar nicht so gemeint. Ich habe einfach einen sehr, sehr großen Hass auf meine Mutter und deswegen projiziere ich das immer auf andere Mütter. Das ist mein großes Problem, wissen Sie? Ich wurde sehr, sehr enttäuscht von meiner Mutter damals und ja, das tut mir wirklich leid. Und ich habe es wirklich nicht so gemeint. Dann würde ich vorschlagen, wenn Sie das wirklich ernst meinen, ja, dann sollten Sie vielleicht ein Loblied auf seine Mutter singen oder sein, auf alle Mütter. Deine Mutter, deine Mutter, deine Mutter, deine Mutter. Und ja, ist die wundervollste auf dieser Erde. Sie riecht nach Rosen und nach Lilien. Alles klar, Simpson. Ja. Ich habe immer noch Angst. Sie wirken sehr, sehr bedrohlich. Nicht wieder schießen, das piept in den Ohren. Bitte. Ah! Hören Sie auf. Ich würde Ihnen jetzt nicht raten, wegzulaufen. Das habe ich nicht vor, Sie haben Waffen. Das ist ziemlich dumm. Ne, Maßrad ist so. Okay. Ich mache an der Stelle jetzt nochmal Schluss, ne? Ich tauche immer unter. Ja, schön, Herr Kollege. Na gut, danke. Darf ich aufstehen? Wer hat was vom Aufstehen gesagt? Was machen wir jetzt mit dem? Er kennt unseren Namen. Ist richtig. Ich habe mir schon mal alles weggenommen. GPS, Funkgerät, ja. Handy. Oh, das ist gut. Sie können mich doch jetzt nicht hier allein lassen. Natürlich. Nein. Natürlich. Die ist, glaube ich, gar nicht mehr besetzt. Die hat sich schon abgemeldet. Meine Freunde werden nach mir suchen. Namen. Wer sind Ihre Freunde? Der Werner.
Werner? Werner, bestimmt. Bestimmt, ja. Wer noch? Ted ist der einzige Freund, den ich bis jetzt hier habe. Lüge. Warum denn immer in das linke Bein? Wie viele Freunde haben Sie? Die Namen Werner und wer noch? Nur Werner. Werner ist wie ein Bruder für mich. Aber der hat nie was Illegales getan. Mhm. Ich war immer der Schlechte von uns beiden. Das habe ich auch von meiner Mutter zu spüren bekommen, wie ich Wissen gerade Sie, schon sagte. Sie kleine kranke Seele, ich war 12 Jahre bei einer Spezialeinheit. Jungs wie dich fress ich zum Frühstück. Ich wusste jetzt nicht, ob ich ihm Beileid wünschen sollte oder mich freuen sollte. Wissen Sie, hier gibt es eine seltene Art von Bambus. Ja? Dieser wächst mehrere Zentimeter am Tag. Ja, ich werde Sie gleich auf einen Stuhl setzen, der ein Loch in der Mitte hat. Und darunter ist dieser Bambus angespitzt. Was für ein Stuhl? Und der wird sich langsam, aber sicher in Ihren Arsch reinfressen. Also, Nein! wie sind die Namen? Nein! Wie sind die Namen? Ich habe sonst keine Freunde hier. Nur Werner. Und das ist mein Bruder. Das ist eher ein Bruder als ein Freund. Mhm. Der hat halt die Frau bestimmt geheiratet. Und deswegen hat er einen anderen Nachnamen. Ich glaube, das ist mein Bruder. Und er war immer der Lieblingssohn. Und ja, wie schon gesagt, ich wurde immer von meiner Mutter erniedrigt und alles. Und war immer, wie sagt man so schön, das schwarze Schaf der Familie. Mhm. Und deswegen habe ich auch so einen Hass gegen Mütter. Ich gehe schon mal den Helikopter starten. Okay. Zur Zeit Praktikant. Okay. Sie haben Glück. Sie haben wirklich Glück, wissen Sie das? Sie sollten Ihrer Mutter danken. Warum meiner Mutter? Der Praktikant. Mist. Ich finde das gut, dass Sie praxisnah orientieren, Herr Gage. Ausbilden, meine ich. Finde ich sehr gut. Aber es ist immer da. Mir wurde ja Ihre Ausbildung sehr empfohlen, Herr Gage. Aber dass sie so gut ist. Ganz gut. Dass sie so gut ist. Also sie können auf jeden Fall Nachfolger werden. Ja. Ich sehe nicht. Ich würde einen Fehler machen. Könnte mal hin. Der Insel kommt ja nicht runter. Ja? Da unten ist er, links. Am Strand? Ja. Ich sehe ihn jetzt gerade nicht. Links von mir ist er. Steht direkt unten an den Felsen. Der steht da, er läuft auch gar nicht weg. Na, der hofft sich ja eine Rettung. Jetzt ist er quasi rechts von uns. Da hinten an den Kleinen, oder was? Ja, genau, da hinten ist er. 100 Meter oder was von hier. Black Soul, danke für dein Follow. So, dann fliegt man dran vorbei. Ich versuche ihn zu erwischen. Ich sitze linke Seite. Weiter. Was wollt ihr denn haben? Irgendwas zu essen, außer... Oh, das ist knapp! Pass auf!
Okay, lass mich mal raus. Schmeiß dir mal was hin. Ja. Warte. Ich hab ihm mal was hingeschmissen. Zum Kuscheln kriegt er sogar noch einen Teddybär, den hab ich auch noch gelegen gehabt. Und das ist schön, danke. Und hier, falls ihr Floß kaputt geht, hier, repack it. Dankeschön. Aber wo lang denn? Immer nach Norden. Ja, wo ist der Norden? Die andere Richtung. Gucken Sie mal auf Ihren Kompass. Ja, nee, Norden war ja schon richtig. So lieb sind wir einfach nach Norden bzw. Nordosten. Da kommen Sie zum Festland. Dann danke ich Ihnen. Wenn Sie dort suchen Sie einen Mann namens Garci Garcias. Okay. Das ist die einzige Chance, die Sie haben. Garci Garcias, ja? Den finden Sie in dem Ort Modergat. Modergat. Garci Garcias. Und dort sagen sie das Codewort Marmelade. Wiederholen. Okay. Marmelade. Seien Sie froh, dass es keine Bleikugel ist. Und seien Sie froh, dass wir Sie von dem Bambus verschont haben. Und es gibt Leute, die zahlen für so einen Abenteuerurlaub Geld. Sag mal, leben hier überhaupt noch Leute? Ich habe keinen gefunden. Nein, die haben sich alle gegenseitig getötet. Du musst irgendwann essen. Ja. Aber müsste ja irgendjemand noch leben. Nein. Der ist auch verhungert? Wow. Ja, natürlich, der hat ja am Ende nichts mehr zum Essen. Okay. Dann sollten Sie mal versuchen, vielleicht zu flüchten. Das, aber passen Sie auf, hier gibt es viele Haie. Was? Mhm. Nein. Kleine und große Haie. Wie heißt die Kontaktperson? Garcia. Hey, du bist so nah über dem, triffst nicht. Hey, oh, hey, oh, hey. Hören Sie auf mich zu schießen. Kim und Korn funktioniert nicht bei dem Ding. Außer nicht, aus der Hälfte. Ach so. Nur aus der Hälfte. Okay. Lassen wir ihn hier? Ja. Okay. Zumindest noch ein paar Minuten. Ich kann ihn natürlich nicht voranlassen. Nee, deswegen. Ein bisschen Angst können wir dem nachmachen. Ich bin mal kurz eine Sekunde im Kopf. Na klar. Leute, wir machen mal eben was. Mal eben was schauen. Und zwar, Leute, wir raiden eine Runde. Macht euch Raid bereit, Liebe. Macht euch nochmal an alle, die jetzt auch ins Bett gehen wollen. Ihr habt schon gehört, wo es hingeht. Macht euch Raid bereit. Und zwar. Sagen Sie die Herren. Garcias. Merkt ihr das? Ich hab eine Frage. Fragen Sie. So, das kopiert euch. Ja, kommen Sie mal mit. Das kopiert euch, ja? Sie mal ein. Okay. Los, rüber da. Ich wollte gerade den Ort da in den Baumstumpf ritzen, damit ich das nicht vergesse. Aber ich hab den Ort schon wieder vergessen. Los, rüber und raid mit Hass. Los, ich will jetzt was sehen. Oh. Grazie. Oh, ja, ihr wisst, Garci. Ist ja auch egal. Oh, was hat... Drecksbot. Macht mal ein bisschen weniger.
Gibt alles nur Timeouts. Wow. Das ist, schreib's mal klein. Macht's mal so. Garci. Moment, wir müssen das umschreiben. Garci, Garcias. Okay. Ich wollte gerade den Ort da in den Baumstumpf ritzen, damit ich das nicht vergesse. Aber ich hatte den Ort schon wieder vergessen. Schreib das notfalls mal so. Ich schreib's hier noch mal in den Chat rein, dass er das nicht timeoutet. Und macht's nur dreimal oder so. Der hat einen Scheißbot drin. Der kennt Raiden noch nicht. Der spielt noch nicht lange Arma oder was. Was zur Hölle? Geht doch. Was geht denn hier ab? Oh nein. Lass mal ein Follow bei dem lieben. Der ist cool. Was geht denn hier ab? Warte, ich mach kurz den Bot aus. Wie gut können Sie schwimmen? Nicht sehr gut. Fenster schließen. Ich hab kurz ein Problem. Garci Garcias heißt er. Merkt ihr das? Ich bin leider in Katkula. Ich hab mich auch noch mal. Was geht hier nur an? Haben Sie auch einen Kontakt, Mann? Geil. Holy shit. Yeah, Leute, ich liebe euch. Seid ihr das Wahnsinn? Ach cool, er hat von Exe sogar ein Lied. Als Subsound. Ja, merken Sie sich meine Worte. Jetzt ist nur die Nehmen Frage, Sie das als Lektion. Alles klar. Soll ich rausgehen? Ja. Aber okay. Hey, Nase. Wie gut können Sie schwimmen? Ja. Garci Garcias, merkt ihr das? Alles klar. Na? Ach ja, wie der Chi. Das ist menschlich, 300 Meter kann er schwimmen. Ja.